Herzlich willkommen zur nächsten Call of Duty Ghosts Episode hier auf Weebler Games for You. Ich bin Soivo. Und was spielen wir denn heute? Ich habe irgendwie Lust auf eine Runde Deathmatch, deswegen spielen wir das jetzt einfach mal. Heute mal ein bisschen ruhiger das Ganze angehen. Das hatten wir das Thermal-Ding eigentlich für den Sniper jetzt mittlerweile drauf. Das hatten wir doch sogar noch gekauft. Ich erinnere mich. Das bringt hier im Free-for-All sowieso nichts. Da müssen wir mit unserer normalen Waffe rumrennen. Ich bin aktuell am Überlegen, ob man nicht einen dritten Aufsatz nehmen sollte, aber man müsste halt dafür das Schleichen und Co. wieder aufgeben. Ein bisschen blöde, muss ich sagen. Aufgeputscht ist ein rasanter Spielmodus, bei dem man für die Verkettung von Abschüssen Tempo extra Zell doppelte Punktzahl und am Leben bleibt. Okay. Klingt ja nicht so schlecht, muss ich sagen. Muss ja sagen, dieses Infiziert hat mir ja eigentlich auch ganz schön Spaß gemacht. Solange man ja relativ schnell infiziert wird. So, und weiter geht's jetzt hier erstmal. Guck mal, was haben wir denn hier eigentlich für Leute drin? Ne? Da sind schon wieder drei Prestige-Leute drin, oder was? Ne, zwei sind's. Ah ne, sind nur tot. Okay, ich verstehe. Es ist ein einziger mit Stufe 1 Prestige. Okay. Das geht ja noch. In letzter Zeit hatten wir da wesentlich derbere Gruppen, denke ich. Oh Mann, war das langsam. Eigentlich hätte es verdient gehabt zu sterben. Das habe ich mir schon gedacht, dass der da kam. Wir waren aber ein bisschen spät dran. Trotz allem. Okay, ich weiß nicht genau, ob wir hier hochgehen sollten. Wird bestimmt eh irgendeiner campen. Und er campt gar keiner. Okay. Also wirklich Bock hier selber zu campen habe ich eigentlich gar nicht. Tun wir nur mal unsere Minen hier platzieren. Und gehen dann wieder hier weg. Wir gehen hinten rum raus, weil auf dem offenen Feld bin ich jetzt nicht so der Freund von. Geht mir doch oft genug mal auf den Sack. Da kommt niemand, das ist ganz gut. Hier liegt schon ein Toter, das ist nicht ganz so geil. Lass mal hier hochkommen. Und nicht so gut. Geil, geil, geil. Blödes IMS-Ding. Hasse ich wie die Pest sowas. So, den haben wir. Und dann geht's mal weiter hier. Dann kommt von hinten einer und von vorne. Dann haben wir den aber immer noch bekommen. Da hockt noch einer im Busch, Alter. Geht denn ab hier? Wir treiben es ein bisschen, die Guten. Oh, oh, oh. Der Hinterkopf irgendwie hier. Ah, das ist schon wieder das Ding. Das, wie lange ist denn das da? Verdammt. Muss er irgendwann auch mal weggehen, oder nicht? Problem ist, wir haben halt auch keine Minen, irgendwie Granaten vielmehr, die wir da hochballern könnten. Das sagt ein bisschen, dass er da alles hingeballert hat. Der Idiot. Hier muss irgendwie auf jeden Fall einer gewesen sein. Wird gerade ein bisschen falsch gelaufen, ey. Kacke, kacke, kacke. Okay, den haben wir geholt, das war kein Ding. Geht hier ab. Da hinten war auf jeden Fall irgendwie eine Vorräte runtergeworfen worden oder sowas. Gehen wir hier oben hoch. Okay, wenn wir nicht zu blöd wären, um den Baumstamm nach oben zu laufen. Jetzt kommt von da einer, war klar. Wir werden da direkt hochkommen müssen. Alter, wer legt denn hier eine Mine hin, verdammt? Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Ich sehe die aber auch irgendwie nicht richtig, das ist ein Witz. Okay, zweimal gespawnt, zweimal in der Mine gespawnt. Der weiß auf jeden Fall, wo die Spawnpunkte sind, der gute Kerl. Okay. Geht doch was, würde ich sagen. Hier war auf jeden Fall einer.
Ohnehin. Okay, der viel zu weit ist er dann gestorben. Sehr gut, sehr gut. Achtung, feindliche Vorräte! Gucken, ob der hier irgendwo hier rumkommt. Der rennt da den Baumstamm hoch. Nicht so gut. Und da war einer. Ach, da kam einer von hinten. Ich dachte, dass wir den vielleicht kriegen können, aber ohne unendliches Rennen hatten wir da nicht so richtig die Chance gegen sowas. Okay, was ist hier los? Kommt hier irgendwie einer? Den holen wir da weg. Kein Ding, kein Ding. Ich weiß nicht, ob hier einer entlang kommt. Mal. Wie haben wir den nicht gesehen? Ey, das gibt's ja gar nicht. Kam da blöd um die Ecke durch den Busch, ey. Weil ich gedacht, dass mir das ohne Probleme da sehen würde, wenn da unten einer kommt. Dem war aber wohl nicht so. Die gedönse Scheiße ist hier auf jeden Fall weg. Das wollte ich gerade mal herausfinden, aber naja, dass hier immer noch Action ist, hätte ich mir auch denken können. Auch ohne die ganze Scheiße. So, gehen wir mal hier rum. Den würde ich mir gerne schnappen, wenn ich hier nicht hängen bleiben würde. Okay, den haben wir. Auch wenn es noch knapper geworden ist, als ich erwartet habe. Ah! Der und seinen Hund dann da, ey. Schon ein Rappel. Oh Mann. Immer im Kreuzfeuer dann, ey. Könnte ich kotzen bei sowas. Ne, unsere Minen auch benutzen, aber wenn wir jetzt nicht auf einer Position bleiben. Toll, was war das denn? Eieiei. Läuft irgendwie nicht hundertprozentig hier. Und zwar teilweise ein paar gute Kills, muss ich sagen, aber irgendwie. Oh Mann! Wo hocken die denn immer hier in den Büschen und Ecken und alles? Dass sie nicht mal rumlaufen können, ne Faktenschab. Dass sie jedes Mal irgendwo sich eine Posi suchen und dann dumm da stehen bleiben. Und das über das ganze Game über. Könnte ich kotzen. Komm, komm, komm. Hier oben ist da bestimmt wieder einer. Okay, ist eh fertig. Naja, 10, 15 ist jetzt nicht so prall gewesen. Ärgert mich ein wenig, aber was soll's. Der spielt mit einer Maschinenpistole. Ey, meiner Meinung nach hat er überhaupt nicht getroffen, die ersten paar Schüsse. Dann hat er aber trotzdem Damage gemacht. Ist auch lustig. War sein 30. Kill dann auch. Ist klar, ey. Eieieiei. Ich denke, wir spielen jetzt nochmal eine Runde Abschluss bestätigen. Sind jetzt auf jeden Fall warm. Dann können wir noch eine Runde snipern, da habe ich irgendwie gerade mehr Bock drauf. Oh, wir haben auch gar nicht die Leute gemutet, das müssen wir auch noch machen. Auf der Map ist Sniper natürlich jetzt wieder eher suboptimal. Ich glaube, da Bock snipern wir dann doch nicht. Weil es ist halt, glaube ich, so die schlechteste Map dafür. Außerdem schafft es ja wirklich da einen Punkt oben auf den Treppen zu ergattern. Und den mit Teammates zu deffen. Aber das ist halt hier absolut nicht der Fall. In dem random Gedöns. Ja, komm schon. Bisschen schneller. Will losballern, Leute schlachten. Okay, weiter geht's hier. Zack, zack. Er ist wohl abgeschossen worden von dem. Da war doch eben einer. Von hinten kommt auch einer. Ich glaube, der ist oben drin, ne? Okay.
kann man hochgehen, das ist interessant. Das wusste ich gar nicht. Auch dass es einer von unseren Hunden war. So, den haben wir. Ah, von hinten oder was? Eieiei, natürlich kam. Er hat gesehen, wie wir da runter sind, na geil. War ja dann kein Wunder. Heli auf der Map ist, glaube ich, jetzt auch nicht so das Beste, was man haben kann. Da rein. Der einen haben wir bekommen. Das war aber nicht der hier, sondern da. Okay, wir haben aber eher einer von uns bekommen. Oh, haben wir sogar gewonnen noch. Ist lustig. Dann können wir jetzt gleich noch eine Map machen, denke ich. Das war jetzt eh nur das Rest. War ganz gut gemacht, denke ich. Achso, wir wollten die Leute noch muten. Das kann man das jetzt hier noch machen? Nee, kann man nicht. Bisschen blöd. Sind aber alle im gegnerischen Team gewesen, die darum genervt haben, von daher ging das eben noch. So, haben wir sie jetzt erstmal so stumm gestaltet. Oh, Stonehaven wäre natürlich eine geile Sniper-Map, genau wie ich es mir gewünscht habe. Können wir mal gucken, ob wir hier noch irgendwas machen können. Ich denke, schneller ziehen braucht man als Sniper zum Beispiel halt gar nicht. Da wäre das auf jeden Fall interessanter. Können wir aber jetzt nicht wechseln. Weil wir nicht genügend Druckpunkte haben, nachdem wir das Thermal-Zielfernrohr gekauft haben. Stonehaven, sehr schön. Ich mag die Map eigentlich ganz gerne. Gucken, wie das jetzt wirklich mit dem Thermal-Ding wird, ob das noch ein bisschen besser wird, ob sich das wirklich bezahlt macht. Ich denke, ich fand das letzte Mal, haben wir es ja schon mal ausprobiert, fand das eigentlich ganz gut. Ich weiß aber gar nicht mehr, auf welcher Map das war. Mal schauen. Jedenfalls Nathan war. Okay, ich spawn hier auf der Seite. Das heißt, die spawnen unten in der Burg. Gucken wir mal, ob wir gleich einen wegholen können. Dann legen wir mal los, Ghost-Truppen. Okay, von hier sieht man noch nichts wegen der Wand. Da sind sie auf jeden Fall entlang gelatscht. Und mal wieder einer. Problem, wir sehen die von hier aus nicht. Ein bisschen blöd. Hier guckt das Haus, kann man rauf. Das ist nicht so schlecht, glaube ich. Okay, da ist aber jetzt alles schon voll. Den haben wir. Gucken, ob wir noch mehr hier irgendwo sehen können. Nichts zu erkennen. Irgendwie. Das ist einer von unseren. Dann können wir uns hier doch mal bestimmt ein bisschen raustrauen. Da war einer. Da ist aber jetzt wieder in Deckung gegangen. Der Sauhund. Hier können wir auch schön nach hinten gucken, muss man sagen. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich irgendwie in ein Loch reinfallen kann. Der weiß gar nicht, dass wir ihn hier im Blickfeld hatten. Und ich habe es schön verbockt. Richtig hardcore verbockt, wenn ich ehrlich bin. Dann hat wohl jemand anders der weggeholt. Da hinten war auf jeden Fall einer. Das ist einer von unseren. Der war gut.
Den kriegen wir nicht, so lange da so rumrennt wie ein Bekloppter. Scheiße. Gut, dass sie nicht checken, dass ich hier oben drauf liege, ey. Nein, den kriegen wir nicht. Jetzt haben wir aber den Abschuss kassiert. Aber nicht so schlimm, haben gut was weggeholt da oben, denke ich. Zwar nicht ganz so viel, wie wir hätten wegholen können. Okay, da war einer im Eck. Aber was soll's? Ich glaube, da war irgendwie einer. Nein, Mann. Nein! Gibt's doch nicht. Willst du mich verarschen? Der schießt mich jetzt weg oder was? Ein anderer war es, aber egal. Gibt's doch nicht, dass ich den nicht erwischt habe. Meiner Meinung nach war ich da drauf. Mehrmals. Mehrmals erwischt, aber nichts passiert. Super gut. So wünscht man sich das. Feindliches Abkomm gesichtet. So, nicht anders. Gehen wir mal da hier hoch. Nein, 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 das müssen wir hoch. Schade. Hat er uns gesehen beim Hochgehen, war klar, dass er uns dann wegholt. Ey, es gibt's doch nicht. Gibt's echt nicht. Ich glaube, hier draußen war auch ein hier oben muss aber einer sein. Okay. Links können wir uns aber holen, die Marke auch. Warum denn nicht? Da ist aber nichts los, gehen wir wieder runter. Ich denke, das ist eine relativ blöde Position hier. Weil man zu wenig sieht. Hier wollte ich gern wieder hin. Feindliches Abkommen gesichtet. Den haben wir. Na, kommt von der Seite einer. Zwei sogar. Pech gehabt. Den können wir kaputt machen. Das Satcom-Teil. Wir haben die Führung verloren. Das heißt, da muss auch irgendwo einer sein. Eigentlich. Und wir können hier wieder in das Haus hoch. Ich denke, das ist eine richtig gute Position hier. Wir liegen in Führung. Gucken, dass wir hier irgendwie... irgendwie so alles im Blickfeld haben, irgendwie. Ich weiß nur gerade nicht genau, wo sie spawnen, das ist ein bisschen blöd. Einer von unseren. Gehen wir mal ein bisschen hier rüber. Ich glaube, da ganz hinten war auf jeden Fall einer. Können wir aktuell aber nichts gegen machen. Da war auf jeden Fall einer, aber das bringt uns nichts. Den haben wir. Das war richtig gut. Da dahinter war einer. Den haben wir. Schön, schön. So kann es weitergehen. So kann es weitergehen. Ich sehe allerdings aktuell niemanden. Auch nur annähernd. Na komm schon. Lasst euch wieder erblicken. Zeigt euch, zeigt euch. Na kommt schon. Da war einer. Den haben wir. Den haben wir auch. Das war richtig gut, die 2 Grad. Kann man sagen, was man will. So langsam komme ich da auch rein. Satcom-Verbindung aktiv. Sehr gut, sehr gut. Da könnte gleich einer kommen. Verbündete Satcom aktiv. Er ist schon tot. Das war nicht so gut. Wo kam der denn jetzt her? Von unten hat er uns erwischt. Der hat wahrscheinlich gewusst, dass wir da in dem Haus liegen. Bisschen schade. Aber den eben hätten wir eigentlich noch erwischen sollen. Oder eigentlich auch müssen irgendwo. Hier ist da diese Leiter-Treppending.
So, gucken wir mal, ob wir hier irgendwie was zu Gesicht bekommen. Aber was? Das war nicht so gut, weil die Mauer dann davor war. Gucken, ob er da entlang kommt oder nicht. Sieht nicht so aus. Bisschen blöd. Mir hier irgendwie. Gibt's doch nicht. Wollt ihr mich verarschen? Das gibt's doch nicht. Das nächste in der Nähe schieße ich ihn an und es passiert nichts. Auch nicht schlecht. Und wo ist der totgeschossen worden? Okay, von da. Verstanden. Da war auf jeden Fall einer. Da klettert einer hoch. Ist gar nicht, dass man da hochklettern kann. Hahaha. Der war gut. Muss er noch einer sein, oder nicht? Absolut, ist der abgehauen? Okay. So wie es aussieht, ist der abgehauen. Der zweite. Der hier war. Soll mir recht sein. Oder ist hier hinten irgendwo noch? Nö. Das könnte auch eine interessante Position sein hier. Wenn man hier noch einiges sehen kann. Wenn die alle hier hinten rumkommen, lohnt sich das schon. Aber ich glaube, hier kommt halt nicht so viel entlang. Gibt es hier einfach die besseren Positionen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Scheiße. Was denn eine nervige Position, der da hat, ey. Och, jetzt kommt von hinten noch einer, oder was? Wollt ihr mir jetzt noch meine... Wir haben mir die KD noch kaputt gemacht, tatsächlich, weil wir jetzt aktuell nicht auf einer Position sind, wo wir irgendwas reißen können. Leg dich doch hin. Warum machst du das nicht? Nein, ich wollte es noch versuchen, ey. Den haben wir. Nehmen wir die Marke mal noch mit. Nee, schon so wenige. Jawohl, von hinten wieder. Genau so muss das. Den haben wir noch. Perfekt. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass er vielleicht weggeht. Ist ein bisschen eklig gewesen. Nichts mehr zu sehen. Natürlich von hinten dann. Egal, das war ganz okay. Wir haben ganz coole Snipes dabei gehabt. Haben auch gewonnen, also hat es sich gelohnt. Sehr schön. Finde ich richtig gut. Ich nenne ja von Sky, ist klar. Das ist der, der uns abgeschossen hatte, glaube ich. Wenn jetzt einer von unseren weggeholt hatte. Ja, sehr gut. Hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich immer dann fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.